Hallo Leute und herzlich willkommen zu Minecraft Prison, zu einer neuen Folge Minecraft Prison. Heute wollen wir den Erfolg machen, ich zeige euch den ganz kurz, diesen hier. Meister des Kampfes verursache 9 Herzenschaden mit einem einzigen Schlag. Dafür müssen wir jetzt nur noch einen Stärketrank brauen. Ja, genau. Und ich will mal noch kurz... Oh, Junge. Mann. Wieso warst du wieder One-Hit? Ja, weil ich nicht esse. Du kennst mich doch, ich esse nicht. Du sollst essen. Ja, ich weiß, aber auch nein, meine Levels sind jetzt alle weg. Ja, die habe jetzt alle ich. Ja, perfekt, Digga. Also nicht alle, aber. Naja, egal. Oh, hier liegt Zeug von dir. Mann, och, Red. Ich wollte doch meine Brustplatte verzaubern. Na egal, scheiße. Ja, das ist ja mir relativ egal jetzt, aber. Ja, jedenfalls. Jedenfalls. Was, weißt du, ich habe heute ja schon geschnitten, die Folgen, die beiden, die bei mir jetzt kommen, die nächste Zeit. Ja, stimmt. Und in der einen Folge haben wir ja, oh ja, stimmt, jetzt müssen wir das alles ja eins breiter machen. Oh, stimmt. Aber egal. Zwar, ja. Ach, hier in der letzten Aufnahme haben wir am Ende noch gesagt, dass dieser eine Erfolg nicht funktioniert, weil das End kaputt ist, weswegen wir nicht in diese End-City kommen. Genau. Aber die End-City ist kein Biom. Sondern das ist einfach nur eine, die Stadt hinter den Weiten heißt der Erfolg, glaube ich. Weißt du was? Ich habe das Video geschnitten und hatte wirklich wie eine innere Erleuchtung. Und zwar hatten wir oben auf der, das klingt jetzt voll behindert, aber wir hatten oben auf der einen Insel, hatten wir noch einen Quarzblock. Und dort oben lag immer Schnee. Das heißt, der Block ist wahrscheinlich so weit außerhalb, dass das dort oben ein anderes Biom ist. Oh. Das ist so meine Theorie gewesen. Weil ich glaube schon, dass... Die müssen das doch optimiert haben dafür. Das kann ja nicht sein, dass die ein Game machen, was nicht optimiert ist für die neue, also für das ja, klar, Update damals. Nee, ja, das ergibt halt keinen Sinn. Und deswegen habe ich mir überlegt, das muss das da oben sein. Deswegen gehe ich jetzt da mal hoch. Okay, geh du da mal hoch. Das finde ich gut. Ja. Dann repariere ich hier nochmal ein bisschen unsere Border. Genau, Leute. Somit, also an diesem Tag, wo wir das Ganze aufnehmen, habe ich auch 100 Abonnenten geknackt. Nochmal vielen Dank. Aber ich war kurz am Überlegen, ob ich deabonniere, damit es wieder unter 100 wird. Das wäre so funny. Ja, nee. Ja. Okay. Ja. Genau. Jetzt bin ich 100 gefallen. Hier ist, der Quarzblock ist schon frei. Ich stelle mich jetzt einfach mal da drauf. Ha! Als ob es war wirklich der. Es war krass. Wirklich der Quarzblock. Ich wusste, dieser Quarzblock war sonst so sinnlos, der hätte ja ansonsten keine Bewandtnis da oben gehabt. Ja, ist so. Okay, geil, haben wir neue Erfolge jetzt bekommen? Was haben wir jetzt für Erfolge noch? Meister des klar, den immer noch. Und dann hier der Anfang wieder. Den Wither erschaffen. Sonst haben wir alles durch, ne? Lol, du hast 101 Abonnenten. Habe ich 101 Abonnenten? Pass auf, hab ich schon wieder Abo Plus gemacht. 101 Digga, steht bei mir. Heute Morgen, als ich am Morgen aufgestanden bin und auf mein WhatsApp geguckt, mein YouTube Dashboard geguckt habe, da habe ich 94 Abos gehabt. Was? Ja, so ähnlich ging es mir ja auch die letzte Zeit. Digga, ich habe 7 Abos in einem Tag, ist ja krank. Ja, ich habe innerhalb, ja, habe ich auch letztens geschafft. Ich habe jetzt über 2 Wochenenden habe ich insgesamt 20 Abonnenten gemacht. Das ist crazy, Leute, was im Moment abgeht. 2 Wochenenden. Ihr delivered auf jeden Fall. Erstens, und hast du dir mal die Aufrufe von Minecraft Prison auf unseren beiden Kanälen ja, angeguckt? Minecraft Prison geht ja das war auch über hoch. Minecraft Prison hat innerhalb von einem Tag den Rekord von meinem einen ja, Video bei mir auch. Geschnitten. Geschnitten? Gebrochen. Ja. Oh, wer schlägt mich denn jetzt hier? Ich weiß nicht. Und ja, also das war schon echt krank. Und ja, die Sache ist halt Iron. Auch wenn wir jetzt du auch ordentlich Abos gemacht hast, ich habe auch innerhalb der letzten 28 Tage 2000 Aufrufe gemacht. Boah, ich 1,2000, glaube ich, ungefähr. Das heißt, mein Kanal hat jetzt insgesamt 11.000 Aufrufe auf öffentlichen Inhalten. Das ist wild auf jeden Fall. Das ist mein Optifine nicht mehr drauf. Das ist doch, ich habe doch Optifine mit installiert gehabt. Wieso funktioniert Optifine? Perfekt, Digga. Oh, jetzt können wir das Gehege vom Schaf etwas erweitern. Wo ist eigentlich Wolfi? Wo chillt eigentlich Wolfi gerade? Die steht vorm Gefängnis. Oh. Ah ja, stimmt, die bewacht ja. Stimmt, stimmt. Genau. Wolfi hat auch noch kommentiert unter die GTA-Folge, hast du das gesehen?
Nee, noch nicht, aber ich habe die GTA-Folge gesehen und ich fand sie cool. Die war echt, aber es war auch richtig Klaus, cool. Der mittlerweile immer mehr von GLP. Was habe ich geklaut von GLP? Den Start mit diesem, mit mir und Wolfi als Bild. Ja, okay, ja, stimmt, das stimmt, ja. Wo das auch noch von der Seite so reingeflogen kommt, das ist halt absolut geklaut, ja. Ich weiß, aber ich dachte, es sieht eigentlich cool aus und ich wusste nicht, es wenn ist ich cool. Einfach so... Wenn ich einfach so gesagt hätte, Wolfi und Red sind dabei und dann wäre nichts gekommen, ja gut. Ja gut, es hätte jetzt wahrscheinlich niemanden gejuckt, so, aber es ist halt auch, ich finde es halt einfach ein bisschen cooler, wenn dann auch noch was ist. Vor allem hatte ich Bock, das mal zu machen. Ja, und ich hatte das damals auch vor, damals zu machen, dann dachte ich mir so, das wäre zu sehr geklaut, deswegen... Ey, scheiß drauf, ich nehme jeden Shitstorm gerne an. Oh. Ich sehe was. Ich habe heute wieder mal plötzlich schwanger durchgehört. Auf Arbeit. Digga, ich habe. Du hast echt nichts zu tun auf Arbeit, oder? Ja, wirklich. Nee, eigentlich im Gegenteil, aber mit Musik bin ich irgendwie einfach produktiver, beziehungsweise Podcast. In Musik? Mit Musik tatsächlich schon, aber mit Podcast kommt drauf an. Ach so. Was wollte ich gerade? Ach so. Das weiß ich nicht. Was wollte ich gerade? Da ist Schnee, immer noch. Eine Woche Schnee. Oh, da hat er wieder Abriss-Ski-Werbung gehabt auf Spotify. Digga, ich komme aus der Schweiz, Junge. Du weißt, ich war in Adelboden Skifahren, da ging anders die Party. Ja, das weiß ich auch, aber Abriss-Ski ist ja aber wirklich der hinterletzte Rotz. Ich war noch nie so krass auf einer Abriss-Ski-Party, muss ich sagen, aber... Ich war einmal auf einer Abriss-Ski-Party. Und nie mehr. Und danach nie wieder. Ja, können wir eigentlich müssen wir mal irgendwie dann später, wenn wir älter sind, kommst du dann in die Schweiz, dann gehen wir lecker Skifahren. Und feiern. Ich kann Skifahren. Ich hab's zweimal gemacht in meinem Leben, ja. Krass. Warst du aber in der Skischule oder so? Nö. Nö. Wurde einfach aufgestellt und runter. Aber. Oh. Ich hatte. Was ich damals mal gemacht habe, da waren wir auf so einem. Waren wir auch Skifahren. Und. Du musst wissen, das war so ein Hang, der war. Also, abgesehen davon, als ich das erste Mal Ski gefahren bin, ich bin immer Schuss gefahren, ja, also die ganze Zeit so. Und dann konnte ich nicht bremsen, dann habe ich mich einfach auf den Arsch gesetzt. Damals, da war ich vielleicht irgendwie so neun, ja. Es gibt so eine legendäre Story von meiner Schwester, als sie noch kleiner war. Da geht sie auch kerzengerade einfach runter. Sie bremste nicht mehr, sie ging einfach gerade runter. Ja, das habe ich damals auch gemacht. Dann musste ich mich immer hinsetzen, damit ich bremse. Geil. Und dann gab es einmal ein Ding, da war ich dann schon ein bisschen älter, war ich, glaube ich, 12 oder so. Da waren wir auf einem Berg, da war die Piste immer, da sind wir die mehrmals gefahren auf die Piste, also ich kannte die Piste auch. Ja. Und ich bin immer das letzte kleine Stück so ein bisschen Schuss gefahren. Aber bei dem letzten, ne, bin ich, also da war es auch so, dass wir nicht mehr alle miteinander gebündelt runtergefahren sind, also ich und meine Schwester und noch andere, sondern war es so, da bin ich auch dann alleine runtergefahren so. Aber meine Schwester war auch mit auf der Piste. Und die Sache ist halt so, ich konnte nicht da fahren, wo ich immer gefahren bin, also bin ich trotzdem unten dann aber das letzte Stück Schuss gefahren, aber da war so ein kleiner Hügel. Das heißt, ich konnte da deutlich bremsen. Und bin komplett mit Karacho, also wirklich ohne zu bremsen, auf die Straße zugeraucht, ja. Da war dann eine Bundesstraße in den Bergen, ja. Ja. Und ich bin dort ungebremst darauf zugerast und dort waren diese Auffangnetze, ja. Diese roten an der Straße. Ja, klar, ja. Ich bin dort mit so einem Karacho in dieses Auffangnetz reingeraucht, dass ich mich mit diesem Ding gedreht habe und dann dort eingerollt in diesem Netz lag und dort nicht mehr rauskam. Und dann kam meine Schwester so runter und hat mich gefragt, was hast du gemacht? Und ich so, ja, da war ein Hügel und ich konnte nicht mehr bremsen und jetzt bin ich halt hier. Ich das war so richtig behindert. Und dafür gibt's einfach ein Bild, ne? Oh mein Gott, wie geil. Ich will das sehen. Wenn ich es finde, auf meiner Festplatte oder auf der Festplatte von uns allen, wo die ganzen Bilder draußen sind von uns, von der Familie, dann poste ich es auf meinem Instagram. Boah, das wäre so geil. Aber wenn ich weiß nicht, wo es ist. Also war das so dein schlimmster Unfall beim Skifahren? Ja. Ich habe mir nicht wehgetan oder so, aber ich bin halt da einfach komplett reingeraucht, ja. Es sah halt einfach behindert aus, weil ich dann dort wie so ein Fisch in so einem Netz hängen, ja. Ja, klar, konnte. Ja. Boah, hat's gut geleckt. Und irgendwie wachsen diese scheiß Nähtabarzen nicht. Ja, ne? Aber die können. Also. Hast du eine Stage? Die machen die alles richtig, oder? Stage. Bei mir steht immer kein Age. Hä, wieso denn nicht? Weiß ich nicht, bei mir ist das irgendwie ein bisschen verbuggt. Oh, dieser Baum geht mir auch so auf den Zeiger, ne? Welcher Baum? Der große, den ich angefangen habe abzuholzen, weil ich Holz brauchte. Stimmt, der Schild ist auch so behindert. Ich verbrenne die meistens dann immer so, aber dadurch, dass wir Holz brauchen, baue ich das Ding jetzt komplett ab. Ja, mach vielleicht Sinn. Ich höre einen Zombie. So, haben wir jetzt ja auch mal eine Kiste. Hä, ich höre einen Zombie, ich weiß aber nicht, wo der ist.
Perfekt. Boah, es ist so warm wieder in Dresden. Bei uns ging's, bei uns war heute 15 Grad. Scheiße. Auf wie viele Höhenmeter seid ihr? Weißt du das? Muss ich nachgucken. Ich habe auf jeden Fall meine großen Fenster etwas aufgemacht, weil ich google kurz, aber. Würde mich gerade so interessieren. Wir haben eine Höhe von 113 Meter. 113? Über Meer? Ja. Was? Und wenn man überlegt, München ist 520 Meter. Ja, aber das ist doch ein Scherz, als ob ihr nur 100 Meter über Meer seid, was? Ja, 113. Ja, 100. Aber heute waren trotzdem 21 Grad. What? Digga, ich bin fast 1000 Meter über Meer. Ja, bei dir ist aber kälter, oben ist ja kälter. Ja klar, ja. Heute war es auch nicht warm. Ja, was wunderst du dich dann? Maximal 15 Grad. Mich wundert es nur, dass ihr so tief am Meeresspiegel seid, was? Hätte ich nicht gedacht. Ja. Ich auch nicht, aber... Ja. Perfekt, Digga. Krass. Ja, bei uns kann es schon ganz gut kalt werden. Gibt auch immer viel Schnee, das ist schon geil. Gibt es bei euch viel Schnee? Wahrscheinlich nicht, oder? Wir hatten die letzten Jahre gar nichts mehr, aber dieses Jahr hatten wir wieder. Oh, geil. Also es war dieses Jahr hatten wir wieder ordentlich. Also es war ausreichend, um Skifahren zu gehen. Bei uns in den Heimatbergen quasi. Relativ viel. Also Berg ist relativ, ja, aber... Berg ist so hoch wie bei uns normal, oder wie? Nö, niedriger, aber... Oh, moin. Ich weiß gar nicht, aber wie hoch ist Adelboden. In Deutschland generell nicht so... Oh, scheiße, da ist noch mehr Holz. Ich höre mir gleich ein Feuerzeug. Wo ist dieser scheiß Zombie? Ich höre den doch. Bei mir war der. Der steht hier oben Zombie. Auf dem Baum. Was macht der Baby-Zombie auf dem Baum? Keine Ahnung. Hä? Wie ist zeig ihm so runtergekommen, ist gefährlich. Ja, der hat mit meinem Diaschwert eine gelangt bekommen. Oh. Der war One-Hit. Finde ich auch richtig, dass man die auch richtig erzieht, ich meine. Ja, ja, das geht also gar nicht, ne? So, wo war denn jetzt hier noch der andere hässliche Stamm? Da. Was? Ach Mann, ich dachte, die kommen nicht hoch und dann kommt der einfach hoch und schießt mir noch so einen letzten Pfeil und dann bin ich tot. Wieso bist du eigentlich die ganze Zeit tot? Du hast eine Diabrust, ja? Ja, aber ich... Oh Gott, Alter, ich bin aber wirklich schon fast wieder tot. Mann, ey. Das Spiel ist auch irgendwie einfach kacke. Ich glaube, es liegt auch am Spiel generell. Ja, genau, es liegt immer am Spiel, ja. Ja, klar. An wem auch sonst, oder an was? Hey, Wolfi, hallo. Nicht. Gib mir meine Rüstung. Alter, der hat alles erkippt. Dann ist ja schon wieder tot. Ja, ja. Bitte nicht runterrennen, oh Gott, sonst ist sterben. Ja, Rüstung! Hilfe! Ja, eben! Ja, der hat ein Schwert! Ja, hier liegt alles, also ich habe ihn geflext. Ehre, ich habe ein Herz. Ich verpiss mich erstmal in unsere Bücherecke. Ich lese hier mal ein bisschen. Wie kann ich besser in Minecraft werden? Wieso hat der Zombie eine Fackel in der Hand? Der hat sie mir gestohlen, dieser Hund. Ich bin eine Hexe. Oh nein. Gut, wer bist. Ja, die Hexe hat mir Vergiftung in die Fresse geworfen. Geil. Jo, wie viele sind da? Ja, meine ich ja. Ich wollte ausleuchten gehen, weil da immer so extrem viele waren. Oh Gott, Alter. Jetzt ist ja die Party fett am Dampfen, Alter. Ich bin fast tot, Junge, weil ich vergiftet bin. 2,5 Herzen. Ja, stirb jetzt bitte nicht. Oh, ich hab dich getroffen. Zombie. Warum rennst du mir auch in den Boden? Ich wollte den kitten, weil du fast tot warst. Jetzt hat er die Rüstung angezogen. Oh, ich seh's. Jetzt ist er wieder tot. Och, Junge. Du bist schon wieder tot. Mein King. Ja, ich verliere so viele Herzen. Ich kann mir das nicht erklären. Das ja, deine Rüstung liegt doch hier. Was willst du denn eigentlich die ganze Zeit? Ja, die Rüstung ist scheinbar scheiße. Oh Gott, Alter. So, der Knapper macht mir am meisten Angst. Alter. Wie oft ich jetzt in dieser Folge leider schon wieder gestorben bin. Das ist ja krank. Ich höre aber, wie die Hexe und der Creeper Schaden kriegen hier hinten. Oh Gott. Wie viele sind da? Aua. Es ist so abnormal. Ich soll vielleicht auch mal meinen guten Stuff irgendwie in den Kiste packen. Greifen die sich gegenseitig an, Leute, sind die dumm. Jetzt haben wir ja damit das Skelett umgebracht. Oh Gott, wie viele Körper sind hier? Ich bin fast tot. Oh Gott, hier kommt ja von allen Seiten was. Hilfe. Jo, Alter, Hilfe. Ach du Creeper von hinten. Wo? Da. Okay. Hast du ihn vorbeifliegen sehen? Stimmt, eine Schallplatte! Oh mein Gott.
Eine rote, die haben wir noch nicht. Lol. Junge, wir haben fast alle Schaltplatten im Game. Jo, wieso kommt hier plötzlich eine Spinne von der Tür? Aber das ist doch nicht, also das ist doch ein Zusatzfeature, dass wir einfach so gut sind jetzt. Ja, die Sache ist halt so, wir kriegen diese Schallplatten, weil die ganze Zeit die Creeper von den Skeletten erschossen werden, weil die immer davor rennen und so. Wie viele wir einfach haben. So. Ja, aber ist doch geil. Ich will immer noch, wie die Hexe tickt, Alter. Ich steh doch hier unten. Oh Gott, sind hier viele! Oh Gott! Oh mein Gott, Alter! Oh mein Gott! Wo kommen denn die jetzt alle? Aua! Oh nein, den ist hier. Oh, tut mir leid, ich wollte. Junge, ich werd Creeper. Oh Gott! Oh mein Wassereimer, ich hab den nicht mehr. Okay, oh mein Gott. Creeper, der explodiert ist. Ja, aber der hat nichts kaputt gemacht. Die Hexe lebt einfach immer noch, ne? Ja, das glaube ich dir. Oh nein, da sind Creeper. Da sind mehrere Creeper. Oh Gott, da rennt einer hinter dir. Achtung! Oh Gott! Oh Gott! Alter, ist das dangerous hier. Oh mein Gott. Wir sollten unbedingt mal weiter abtragen. Oh mein Gott. Was denn? Ey, was ist hier los? Die steht hier oben jetzt rum. Oh Gott. Oh Gott, sind da hinten noch viele Monster. Ich leuchte jetzt hier einfach alles aus. Oh Gott, da sind 10 Hexen, oh mein Gott. Die Hexen sind alle tot. Boah, was hier? Was hier alles ist? Wieder 700 Creeper. Nicht nur Creeper, Alter. Alter, was ist hier los? Noch eine Schallplatte. Was? Aber die haben wir gerade schon gehabt, das war wieder eine rote. Boah, was hier alles egal. Liegt. Egal. Digga, what? Noch einen verzauberten Bogen vom Skelett bekommen. Alter, oh mein Gott. Es ist immer noch eine Hexe da. Die Schallplatte, die ich gerade hatte. Und eine Stärke 1 Punkt. Wir müssen überall nicht. Oh mein Gott, alles nur dieser Loch. Oh mein Gott, Alter, ich bin fast tot. Ich höre es einfach nur explodieren. Alter, was ist hier los? Kann mir das irgendjemand erklären? Junge, einfach Reflexe wie ein Puma, Alter. Aua. Ja, okay, kein Aim. Ey, wir müssen unbedingt mal oben abtragen, Red. Das geht sonst nicht. Ja, wir müssen unbedingt weiter abtragen. Ja, wir machen unser Projekt weiter auch bald. Scheiße, Mann. Ich höre doch schon wieder eine Hexe. Oh Gott, Alter, es sind Hilfe. Aber ich glaube, jetzt ist einigermaßen wieder ausgeleuchtet. Jetzt sollten nicht mehr allzu viele spawnen. Bezug auf sollten. Das Skelett ist an Fallschaden gestorben. Jetzt steppen 700 Zombies, die hinterher. Was? Du sagst, es könnte nicht mehr allzu viele spawnen, dann steppen dort so 500 Zombies die Treppe hoch. Geil. Da musst du alle auf einmal so hintereinander, so eine richtige Schlange. Ey, es ist krank. Oh, der eine hat ein Eisenschwert gedroppt. Nee, der Kreber hat hier das Level kaputt gemacht. Oh nee. Ich hab den Creeper da gesehen, Alter, wie er von hinten eingesteppt kommt, Alter. Geh mal weg. Oh mein Gott. Wie die ganze Zeit fast ein Zombie so ein scheiß Skelett sterben, Mann. Oh, Junge. Digga, ich regeneriere aber ich auch dachte, nicht. Du? Ach, das war einfach ein Skelett. Ich hab auch, Junge, ich hab eine Gold Chestplate mit Schutz 3 Haltbarkeit. Ich habe 2 Gold Chestplates und 2 Gold Hosen von Zombies bekommen. Der hat einen verzauberten Bogen. Ja, das könnte ich auch haben. Weißt du noch, dass das Skelett meinen Bogen hatte? Oh Gott, nicht eine Hexe. Ich habe ein halbes Herz. Ich bin tot. Ja, die Hexe hat. Nee, das war das Skelett, das die ja schon. Oh Gott, da steht ein Creeper neben deinem Zeug. Oh Gott. Den Creeper habe ich getötet, aber wenn jetzt von hinten noch einer kommt, ist die Hexe steht einfach in deinem Zeug. Oh, die Hexe ist auch weg. Es hat noch eine Zeit. Ich habe noch eine. Hä? Ja, hier ist eine. Aua, ich habe Vergiftung bekommen. Ja, hat sie richtig. Gott, Alter, hast du meinen Stuff? Ja, habe ich, aber ich muss erstmal kurz. Kurz Klippo, ich bin. Ah, ich sehe die Hexe. Jetzt ist sie runtergefallen. Dumm? Ist auch tot. Eieiei, Alter. Oh mein Gott. Junge, ich bin nicht einmal gestorben, ich bin jetzt Level 20 einfach. Alles klar, Digga. Und was ich alles habe. Jo, mein Inventar. Achso, stimmt. Wirf mal das Zeugs hier runter.
Nee, ich geh jetzt auf die Treppe hier und hier nehme ich dir das. Achso, okay. Eieiei, so, ei, ei, Alter, Axt, oh mein Gott. Hier. Was dein war Bogen das? Bogen habe ich nicht bekommen, deinen guten. Ja, der Bogen hatte ich auch nicht dabei, den habe ich. Guck mal, was ich alles an Rüstung bekommen habe von denen. Da hab ich dir auch mal gerade alles gedroppt. Oh mein Gott. Mein, hast du noch ein bisschen Essen? Hast du selber. Ja, die Chestplate habe ich auch saved. Ja, warte, ich kann eigentlich auch einfach Essen holen. Liegt hier oben auf der Treppe, liegt oben auf der Treppe. Ah, okay. Ja, jetzt habe ich's. Danke. Ich höre schon wieder. Hier ist noch eine Hexe. Hä? Alter, Hexe. Was? Ich gehe jetzt wieder abbauen. Ich glaube hier immer. Brauchen wir Fackeln, mein King. Hier fehlen noch welche. Wieso ist das Skelett so schnell? Ja, hol dir hier Fackeln. Hier fehlen Fackeln. Ich habe keine Fackeln. Ja, dann hol dir. Nee. Ja, doch. Kannst du mir doch aber geben. Ja, kann ich. Aber ich bin nicht mehr unten. Dann gehe ich auch hoch. Dann lassen wir es aber so. Ja, wir müssen jetzt eh abbauen und dann werden wir dann wieder auch die treffen und dann können wir. Eieiei, Alter, oh mein Gott. Aber wie viele Schallplatten wir einfach haben, ich finde das geil. Ja. Wir können auch jetzt die Folge beenden. Wie wahrscheinlich ist es, dass wir haben einfach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Schallplatten. Was? Und davon zweimal die gleiche. Aber wir sind ja in einem begrenzten Bereich und alles, ne? Also. Wir sind in einem Grenz. Ja, außerdem kann man die Schallplatten sind ja. In dem Game gibt es keine einzige Schallplatte, die in der Kiste ist, ja? Das sind alles Platten, die man einfach so bekommt von Creepern, wenn die von einem Skelett erschossen werden, ja? Wir sind schon. Ich würde sagen, wir sind heftig. Wir sind krass gut, ja. Manchmal zumindest. Ja, okay, Leute. Auch schlecht, dass ich nicht einmal gestorben bin. Ja, die ganze das Zeit. War eine heftige. Kann sein, dass man Netherwarzen nur im Nether anbauen kann? Irgendwie wachsen die nämlich, oder? Ja, es kann sein, ich weiß es nicht. Das sollte man mal überprüfen. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und Abo da. Schaut in die Playlist, schaut vor allem bei Red vorbei. In der nächsten Folge werden wir wahrscheinlich entweder den Erfolg machen oder hier noch ein bisschen weiter abtragen, weil wir haben ein fettes Monsterproblem wieder. Schaut überall vorbei, lasst ein Like und Abo da, lasst Liebe da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüssi. Sure.